Hey Leute, der Sturm geht weiter. Rosalie schafft es nicht, Michael von Arianes Erpressung zu erzählen und schiebt Ausreden für ihre Entscheidung vor. Michael ist enttäuscht und ahnt, dass Rosalie ihm etwas verschweigt. Robert versichert Cornelia, dass er kein Problem damit hat, dass sie Zeit mit Christoph verbringt. Vanessa will Shirin nicht glauben, dass Max nur als Trostpflaster benutzt. Sie macht sich weiter Hoffnung, er würde doch irgendwann erkennen, was für eine tolle Frau sie ist. Als Max erfährt, was zwischen Vanessa und Shirin vorgefallen ist, kommt ihm der Gedanke, Shirin könnte Vanessa aus Eifersucht gewarnt haben. Selina durchschaut, wer Lars in Wirklichkeit ist. Seit neuem haben wir eine eigene WhatsApp-Gruppe für Sturm der Liebe, Link dazu unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.